So, Alter, man kennt's, ne? Letztens noch ein Video gesehen von letztem Jahr, wo ich hier auf Nibbelsuche war. Von letztem Jahr, wo ich auf Nibbelsuche war. Oh, oh ja. Neue Track, Junge. Ah, guck mal da, da ist er. Da ist er. Ui, ui, ui. Oh, ui, ui, mit so einem breiten Kreuz kommen wir nicht, oder so ein schmaler Traktor nicht. Ui, guck mal da. Ich find's wichtig, immer die Nibbel danach auch wieder sauber zu machen, weil keiner will einen dreckigen Nibbel haben, ne? Mit dem überschüssigen Material schmiere ich dann meistens die Haare ein, damit die leichter in den Boden gehen, ne? Es geht einfach besser. Der rutscht viel besser in den Boden rein, ne? Mir ist die ganze Zeit aufgefallen, dass hier irgendwas rappelt. Ja, es geht mir erstens auf den Sack und zweitens will ich wissen, wo das herkommt. Und Folgendes habe ich herausgefunden. Pass mal auf hier. Guck mal da. Guck mal da, wir haben einfach ein fehlendes Motorenteil. Ah ja, und jetzt wollte ich mal wissen, hab mal in die Haube geguckt und jetzt weiß ich, wo das herkommt. Okay, also ich habe jetzt keine Schraube natürlich dabei, aber womit ich das MacGyver-mäßig überbrücken kann. Ich sag's, ich bin MacGyver-Profi Nummer 1. Da kann mir keiner was vormachen. Gold wert, ich habe ihn immer dabei. Das kriegen wir hin, weil das klappert da die ganze Zeit rum. Krieg ich ja einen Hörsturz hier, habe ich eh schon. Gut, meinen Sie, das schmilzt uns irgendwann weg? Scheiße, Mann, klappert immer noch. Habe ich jetzt zweimal da rumgeknuddelt? Oh, Frühstück! Vergesst nicht euer Gemüse! Ist wichtig! Leute, okay, also ist es ja nun, das Gerät geht ziemlich tief in den Boden, ja? Und damit sammelt man ab und zu das ein oder andere Objekt auf, ja? Und ich glaube, hier hat schon mal jemand einen Splint gepflanzt. Wie witzig ist das bitte? Ach, stimmt, scheiße, ich habe da ja Drähte reingemacht. Sonst hätte ich den da gerade reingemacht. Das wäre so witzig, weil ey, gestern einfach zwei verloren und heute einen gefunden. Die Bilanz ist jetzt nicht so positiv, aber ich hätte jetzt gesagt, der geht doch noch, aber da geht nichts mehr. Das ist nur noch Eiser. So, Freunde, es ist das erste Mal passiert, dass wir jetzt Folgendes haben. Wir haben hier eine Abscherfunktion. Ja, bedeutet, wenn jetzt hier ein Stein kommt, irgendein härterer Boden, damit wir uns hier den ganzen Rahmen nicht verziehen oder das Char beschädigen, haben wir hier die Funktion, dass wir hier eine Abscherschraube haben. Abscherschraube oder eine Feder, die das Ganze zurücksteckt. Hier in dem Fall sitzt hier eine Schraube drin, die bei gewisser Zugkraft, ja, Stein, hier, bupp, Stein, mach. Und dann schert das ganze Ding ab. So, jetzt haben wir hier noch eine Schraube drin. Die ist kaputt. Die kaputte Schraube ersetzen wir jetzt durch eine neue Schraube. Hör mal, ich mache mir doch nicht die Finger schmutzig. Hier haben wir Ersatzschrauben. Die führen wir jetzt hier durch. So, man muss sagen, das hat ganz schön lange gehalten. Also das ist jetzt die erste Schraube und eigentlich die vorletzte Fläche. Hier ist aber auch fester Boden. War wahrscheinlich ein Stein drunter und dann war vorbei. Aber das geht in der Regel recht fix. Einfach Schraube ersetzen und bopp, können wir weiterfahren. Ne? So, Freunde, hab die Karre noch ein bisschen sauber gemacht. Fertig für dieses Jahr. Alle Flächen sind gefahren. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier durchkommen. Da ist nämlich richtig Wasser. Hier ist richtiges Wasserloch, gut feucht hier. Da sind sogar Algen drauf. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Okay, das ging easy. Da war nämlich eben beim Hochfahren auch ein Wasserloch. Und da ging es hoch ein bisschen komplizierter als jetzt bergab. Und nun sage ich, Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Piu.